Was muss ich jetzt noch für Etappe 2 machen? Töte Belial auf Stufe 60, schwer oder höher. Genau wie die Gebieterin der Lust, Cydea. Okay. Belial, der war in den hohen Himmeln, glaube ich, ne? Isual, Diablo, Rakanot. Ne, da, ist das schon Akt 5? Ne, dann. Ja, machen wir erstmal hier Cydea. Wer ist das denn da? So, das sieht doch ganz gut aus hier. Ich meine, gut, es geht hier auch immer nur im Kreis weiter runter. Das ist immer ein recht simpler Aufbau. Ah ja, und da ist dann... Okay. Ja, ich will jetzt meine Abklingzeiten eher oben halten. So, das Herz der Verfluchten. So, Gebieterin der Lust. Haben wir erledigt. Fehlt nur noch Belial. Der ist in Akt 2.
Ah ja, so genau. Belohnung kriege ich ja erst ab. Ab Etappe 2. Also jetzt mit Belial. Belial. Da bist du. Caldeum kennen wir ja auch noch aus Diablo 2. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, da komme ich nicht mehr lebend raus. Da komme ich nicht mehr lebend raus, dachte ich mir. Ist aber auch was los, ey. Hätte erst meinen Bonus später ziehen sollen. Das hätte ich anders machen müssen. Ach, okay, also die Phasen alle nochmal. Erst in der wirklich in der dritten Phase ziehe ich meine Fähigkeiten. Na gut, ich müsste ihn auch nicht auf diesen Schwierigkeitsgrad bekämpfen.
So. Sehr schön. Genau. Jetzt gibt es nämlich auch einen Gegenstand. Sehr schön. Oh, so, Etappe 2 abgeschlossen. Handschuhe und... Hoppala, und der Kopfschutz. Genau, von meinem Set. Ja, immerhin schon 500% Bonus auf Zerfleischen. Und ein Sockel passt da auch noch rein. Sehr schön. Genau, mein Ödlande-Set. Genau, 500% Bonus Damage auf Zerfleischen. Das ist nicht schlecht. Okay, Etappe 3. Wir müssen noch machen, tötet den Skelettkönig. Genau. Tötet Gom. Oh, ich habe noch mein Kopfgeldwürfelchen noch nicht aus Akt 5 erhalten. Ah. Okay. Gut, dann machen wir erstmal den Skelettkönig. König Leoric, der Skelettkönig. Es war, glaube ich, auch ein Boss in Diablo 1, oder? Jedenfalls cool, dass er hier wieder da ist. Ja, wir müssen diesmal nicht seine Krone aufsetzen. Der kommt gleich zu sich. Steh auf, Skelettkönig. Zeig uns dein hässliches Antlitz. Weg mit dir. Dann Gom. Wo war Gom? Wo war Gom? Wo war Gom? Da. Oh Gott. Ja. Wie geil. Die Regenbogenwelt.
Atem des Todes, sehr geil. Ach, da kommst du davor wie in einem Super Mario-Spiel. Ein Topf voll Gold. Das ist irgendwie total crazy. Ich war hier noch niemals drin. Oh, Geschenke. Oh, wow. Oh, da vorne gibt es noch mehr Geschenke. Ah, ich habe 25 Atem des Todes. Das heißt, ich kann einen Versuch wagen. Alles oder nix. Na gut. Jetzt habe ich zweimal das Kriegerblut. Die Chance war wohl ziemlich hoch, dass das dabei rauskommt. Ja, jetzt muss ich mir eine neue Waffe schmieden. Naja, immerhin ein bisschen mehr Damage. Die Musik ist auch schon so mega verrückt hier. Oh Gott. Oh Gott, wieder alles voll. Gott, diese Sounds, ey, das klingt hier wirklich alles so Super Nintendo-mäßig. Wir zerstören einfach alles Schöne auf dieser Welt, wahrscheinlich gerade.
Die Musik klingt auch so ein bisschen Psycho, ne? Also, dieses Ding. Das kannst gar nicht nachmachen. Wahrscheinlich würde ich dann durchdrehen oder so. Wie gesagt, ich habe die Vermutung, wir zerstören einfach alles Schöne auf dieser Welt. Hey, noch ein paar neue Atem des Todes. Warte mal, ich bin schon wieder ziemlich voll. Gott, diese Musik, ne? Sie macht einen total wahnsinnig. Agiler Hammer, naja, leider auch nicht so richtig das, was mir was bringt. Geschenke! So, es lasst uns Einhörner zerreißen. Was? Okay, wie lange geht dieser Level hier eigentlich? Ich meine, das ist schon irgendwie ziemlich krass gerade. So, ja, also ein paar Ecken habe ich hier noch und ich bekomme halt super viel Materialien, ne, also. Lohnt sich auf jeden Fall hier weiterzumachen. Das ist eigentlich dann mein Vierer-Set-Bonus. Da. Ah ja. Ja, Buße zerfleischen und... Wirbelwind zumindest. Jetzt nicht im Damage, aber... Wartet, ich lese es gleich nochmal vor. Reduziert den erlittenen Schaden während des Einsatzes vom Wirbelwind um 3 Sekunden danach um 50% und verdreifacht den von Zerfleischung verursachten Schaden. Also ich muss danach
eigentlich, sobald ich dann das Set voll habe, komplett auf Wirbelwind gehen. Oh, ein Schwert. Nice. Das Schwert könnte jetzt dann doch tatsächlich mal ein Upgrade sein für meine Offhand. Yes. Ja, muss nur wieder zwischendurch mal zurück. Schade, macht natürlich keinen Bonus mit. Oh Gott, aber die Gegenstände, die ich hier bekomme, das sind so viele Materialien. Gerade trübe Kristalle so viel. Ah, okay, da ist der Ausgang. Ah, nee, da ist die. Doch, da ist der Ausgang aus dieser Welt. So, das heißt, ich muss eigentlich nur noch ja, die anderen Ecken da erkunden. Danach haben wir diese süße Regenbogenwelt ziemlich kalt gemacht. Noch ein Schwert. Noch ein Schwert. Untote und dämonische Gegner erhalten innerhalb von 25 Metern jede Sekunde 592% Waffenschaden als Heiligschaden, werden manchmal in die Luft geschleudert. Ist ja ganz geil. Boah, das ist echt ein ganz geiler Bonus. Ich glaube, der Sinn und Zweck dieser Welt ist es, dass man verrückt wird einfach. Also anders kann es ja gar nicht sein. Mein Gott, es geht einfach noch viel weiter. So viel Loot, Leute, einfach so viel Loot. Und da sind nochmal Geschenke. Ja, ich schaue jetzt, ob hier noch irgendwas Dolles dabei ist, weil ansonsten, meine Fresse, wird man hier zugecoated mit Loot. Direkt weiter.
Immerhin noch ein paar Atem des Todes. So. Ja, unten geht's auch noch weiter, Leute. Wir haben noch nicht alles hier erkundet. Ja, ich lasse jetzt hier auch echt ein paar Sachen langsam liegen, weil... Wie gesagt, ist ja schön, aber ich habe jetzt mittlerweile schon so viele trübe Kristalle. Obwohl, so viele habe ich gar nicht. Wenn man überlegt, wie viele man manchmal so braucht, sollte ich das hier schon als das sehen, was es ist. Nämlich als ein ziemliches Geschenk hier. Und auch meine ganzen Edelsteine jetzt mal alle verlagern. Die können wir auch alle mal schnell in die Kiste packen. So. Oha. Ja gut, sie macht natürlich mehr Damage als meine Main Hand, aber nicht als Main Hand und Off Hand zusammen. Aber sie gibt halt ultra viel Leben pro Treffer zurück. Na gut, müssen wir mal gucken. Das ist... So, warte mal, habe ich jetzt überhaupt... Ah, ich habe ja gar nicht... War gar nicht das Zeug schon zerlegt, alles. In dieser Welt muss ich wirklich aufpassen, dass ich hier nicht einfach durchdrehe. Oh, warte mal, kann ich nicht eigentlich... Das ist mal jetzt mal eine nette Idee. Weil es ja ein Set-Gegenstand ist, kann ich die nicht einfach umrollen? Theoretisch. Geht das nicht? Achso, ja, 3 Set-Gegenstände, okay. 3 Set-Gegenstände. Ich finde es ja bedenklich, wie diese Musik ja noch immer teilweise so super psycho wird. Ah, teuflischer Oliver. Hier hört er sich an, als könnte er hier der Boss von irgendwas sein. Ja, ganz schön weggesplattert hier alles. Gut, ich würde sagen, jetzt haben wir hier alles geklärt. Wir haben diese wunderbare, friedliche Welt komplett zerlegt. Aber krass, ich war jetzt zum ersten Mal drin gewesen. Ich kannte den Level hier noch gar nicht. Ja, ich schaue gerade mal, nö, wir haben ja sonst nichts vergessen, ne? Alles gemacht. Ach, guck mal, da haben wir noch was.
Na, ja, beinahe noch was vergessen hier. Bad Niederfunkeln. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Aber immerhin auch mein Vorrat an Gold wieder ein bisschen aufgefüllt. So. Wir müssen uns jetzt hier aber um Gom kümmern. Da, die Speisekammer, da sind wir richtig. Ich habe alles ready, was ich ready haben muss. Dann können wir ihn schön zerhacken. So. Hat sich ausgeschissen bei dir. Ja. Dann, was muss ich denn? Ich weiß, ich muss in eben Etappe 4 muss ich einiges hier machen. Genau, Nephalem-Portal auf Qual 1 beenden, das ist kein Problem. Schlüsselmomente tötet den, die Schlüsselhüter, genau. Qual 2, ja genau, ja, Feuer und Flamme, Rosael auf Qual 2, Rakanov auf Qual 4, großes Nephalem-Portal, Hochstufe 20, okay, ja, dann würde ich sagen, machen wir erstmal ganz normal hier die so, erstmal ganz normal hier die Bounties. Maltael. Tötet Maltael. Oh, das wird ja witzig. Ja, Maltael war ziemlich stark letztes Mal, als ich gegen ihn gekämpft hatte. Ist nicht auf dem Spielstand, aber also irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass ich hier so richtig bin.
Nee, kein Bock nochmal in diese Welt zu kommen. Ich will jetzt ganz gerne Maltael besiegen. Ja, wie kommt man hin zu dem Schlingel? Ah, warte mal, gab's hier nicht diese Portale? Ja, genau, hier, guck mal. Ja, mit den Portalen ging das. Ja, so langsam weiß ich auch, warum das Ding wahnsinnige Festung heißt. Aber ja, wir kommen ihm näher. Maltael, komm her. Malte. Ja, ich muss da jetzt mit die Abklingzeit meiner Fähigkeiten hier wieder überdauern. Fuck! Ah, Maltael ist natürlich, hui, ja, ja, der ist nicht... Ist nicht so easy.
Schauen wir mal, Teil. Hui. Ja, liebe Freunde, Maltael. Kein leichter Gegner. So, aber... Immerhin... Ah doch, nur ein Item. Ja, wir probieren das mal. Wenn ihr getroffen werdet, besteht die Chance von 32%, einen Dolchfächer auszulösen, der bis zu 1000% Waffenschaden. Okay, machen wir das einfach mal und hoffen einfach auf das Beste. So, als nächstes auf der Liste machen wir... Ja, Säuberung des Sumpfes. Ja, jetzt muss ich leider auch Meister bleiben. Aber Maltael, ja, ich weiß nicht, ob ich es sonst geschafft hätte. Wahrscheinlich nur mit ganz viel Hängen und Würgen. Es ist einfach auch ein schwerer Gegner, muss man ja mal leider sagen, wie es ist. Schade. Ich dachte, da kann ich lang. Ja, für das 20er große Nephalem-Portal muss ich dann sowieso mal gucken, wie wir das machen. Da brauche ich auf jeden Fall noch ein bisschen bessere Items. Ach, habe ich gerade Gildensumpf gesagt? Was zur Hölle? Nein, Gildenunterschlupf. Wie hart kann man sich eigentlich verlesen? Das ist der Gildenunterschlupf. Der Gildenunterschlupf. Nee, ist die Glutgasse. Ah, da hinten. So, jetzt muss ich genau hier auf die zweite Ebene und da alle Gegner töten. Das ist natürlich nicht der Gildensumpf, sondern der Gildenunterschlupf. Also manchmal sind meine Lesekünste halt auch echt ziemlich für ein Apple. Ja, ich habe dich gehört, aber du bist gerade nicht mein Ziel. Oh, das ist aber schon ganz nett hier. So für Paragon Level. So, jetzt muss ich hier alle Gegner töten. Lass mich ganz kurz meine Sachen.
So, neun Gegnerchens noch. Ja, können ja nur unten sein. Ich hoffe, dass wenn ich dann nachher noch ein normales Portal laufe, dass ich dann dort auch so einen Engelstiegel finde. Der ist schon ziemlich cool. So, next one. Tötet. Erdet. Hundert Gegner auf dem Friedhof töten. Und erdet noch mit dazu. Doch, noch 100 Gegner töten. Ja, der Dolchfächer, der knallt schon gut rein, ne? Und ja sagen, der Dolchfächer, der knallt schon gut rein. Verfluchter Engel. So. Drei noch, ne? Ja, euch drei hier. So, als nächstes. Ein Wühler kommt selten allein. Findet das Portal zur umschanzten Festung. Na, das ist ja irgendwo, da ist ja irgendwo hier hinten.
Ja, sogar noch mit Bonustruhe. So. Und das letzte, was wir noch machen müssen, ist. Ja, der verfluchte Tempel. Tümpel. Tümpel. Ja, auch wieder die verfluchte Truhe läutern. Kommt hier alle ran. So, ich hoffe, dass ich jetzt das Kügelchen auch auf Meister bekomme. Und ich dafür jetzt nicht erst Qual spielen muss. So, kurz mal zu Eamon. So, abgeschlossen. Sehr gut. Immerhin auch eine Hose bekommen. Theoretisch. Wartet mal. Wo ist mein Buch? Wo ist ja nur ein Item? Kann ich auch so schnell machen. Ja, ne? Erhaltet eine Todesaura, die Gegnern im Umkreis von 16 Meter jede Sekunde physischen Schaden zufügt, der 856% eurer Lebensregeneration durch euer Leben pro Sekunde entspricht. Ihr regeneriert kein Leben mehr. Ich würde mal gerne wissen, wie gut das dann ist. So. Jetzt haben wir dann auch die Items. Stiefeln und Schulter meines Sets. Gut, kann ich halt nicht mehr dreimal springen. Ja, da würde ich jetzt ehrlicherweise warten, bis ich dann die nächsten Teile habe. Weil das Item macht mich jetzt erstmal nicht besser und ich verliere halt den coolen Bonus auf meinen Schultern. Das heißt, ich packe das jetzt hier erstmal rein. Die packen wir da auch rein. Die auch. So, dann gibt's für dich noch ein paar Bücher. So, irgendwas Schönes für mich dabei. Oh, Krieg der Toten. Die könnte ganz spannend sein. Zweihandwaffe. Ich weiß nicht, ob das immer nur. Also ob sich das jetzt mit den beiden vergleicht. Wir können es mal ausprobieren. 61%. Ja, also er sagt, dass die eigentlich besser ist. So. Vom Damage her. Und allem. Diese Waffe. Glaube ich ihm jetzt mal so? Warum sollte er mich belügen?
So, der Rest geht weg. Und dann würde ich sagen, die Steinchen in meine Box. Das Rezept geht zu Shen. Und wir stellen mal auf. Was musste ich machen für die Etappe? Was musste ich machen? Qual 1, okay. Gut, das heißt, wir stellen mal auf Qual 1. Gucken, ob ich ein Portal laufen kann. Wobei, ich sollte mich vorher mal reparieren gehen. So, repariert ist. Na, schauen wir doch mal. Wobei, ich hab eine ganz witzige Idee. Lass mich mal was ausprobieren. Ah, jetzt muss ich erstmal ganz kurz hier mal alles wegballern. Oh. Ja, ich weiß, überall Gegner. Überall Gegner. Ich will mir den Ring anlegen, den Prunkring, dass ich halt ein Set-Teil weniger brauche. Und dann will ich eigentlich mal auf Wirbelwind gehen. Ist halt nur ganz blöd. Das gibt's doch nicht, Mann, Leute, ey. Wie viele Gegner wollen jetzt hier gerade in der Sekunde noch kommen? So. Na, kommt schon der nächste an. Das heißt, anstatt dem Hammer gibt es Wirbelwind. Genau, mit einem Wut pro getroffenen Gegner. Und wir ziehen den Ring des königlichen Prunks an. Haben damit nämlich dann den 4er-Sept-Bonus. Weniger Schaden, wenn ich Wirbelwind mache.
Und dann natürlich schön mit Zerfleischen arbeiten. Das ist schon super wichtig dann. Zerfleischen damit dazu nehmen. Naja, und dann rockt man hier alles weg. Man braucht schon ein paar Gegner, damit das halt so richtig kickt. Ja, also allein dieser Damage-Bonus auf Zerfleischen, der muss halt immer mit drauf. Okay, also Qual 1 funktioniert damit immerhin schon mal. Aber noch kein Engelstiegel, ne? Hätte jetzt immer gehofft, so auf dem 70er-Portal, dass ich direkt einen Engelstiegel kriege. Das würde meine Waffe gleich so unglaublich besser machen. Aber ihr seht, ne, wie krass der Bonus ist, ne? Also der Bonus, den ich hier auf Zerfleischen habe. Das geht schon gut ab. Musik so wunderbar episch dazu. Ja, das ist schon, also mit Zerfleischen schon wirklich gut.
Warte mal, ich glaube, ich hätte doch da hinten noch... Ah, ich kann den nur noch einmal springen. Hätte ich hier nicht nur irgendwo Kugeln rumliegen gehabt? Ah ja, Verbindung. Nice, komm, hauen wir an. Boah, wie wir als Hameln damit einfach nur wegradiert haben. Ja, wenn man noch hat, kann man auch noch ausnutzen. Mein Damage ist halt auch reduziert, den ich halt krieg, ne? Das ist ja das Geile. Auch bei dem 4er-Set-Bonus schon, dass mein Damage halt reduziert, solange ich wirbel. Also Damage, den ich bekomme. Und nochmal Verbindung. Juhu. So, schön aufgepowert. So. Ich habe nicht mal ein Greater Portal bekommen. Ein Greater? Ach so, doch. Eins mit, doch, da. Zwei Portalsteine. Ich wollte schon sagen, das wäre jetzt schon ziemlich mies gewesen, wenn ich keine Portalsteine bekommen hätte. So, wir können mal gucken, ob wir das 20er hinkriegen. Oh, schaffe ich gar nicht. Ein 15er aktuell. Ja, okay, weil wir auf Qual 1 jetzt drin waren. Qual 2. Ja, gut, dann müsste ich erstmal das 15er schaffen. Okay. Oh, weiß ich ehrlicherweise noch nicht. Weil eigentlich bräuchte ich jetzt langsam auch mal ein paar Items. So, weil ich habe ja noch so gelben Shit und so. Da müsste ich jetzt wirklich langsam mal... Ja, da müsst ihr jetzt wirklich langsam mal ein paar öffentliche Spiele machen, um zumindest ein bisschen Items zu bekommen. Ja, da zumindest einen Sockel rein, dass ich den Dornschaden und so ein bisschen erhöhen kann. Das könnte man aber theoretisch mal wirklich machen. Ja, ich bin mir gerade so ein bisschen unsicher, was jetzt so das Beste als nächstes wäre. Ah, ja, aber es dauert jetzt, glaube ich, es wird zu teuer, da einen Sockel reinzubamsen. Ich meine, wir können es ja natürlich mal probieren. Wenn ich wage, der nicht gewinnt. Aber es kann gut sein, dass ich jetzt hier hardcore auf die Fresse kriege. Oder auch nicht. Okay, gut, dann kriege ich hier nicht auf die Fresse. Ah, ich habe auch, aktiviert hier.
Okay, also es geht, ne? Also das 15er geht, ich muss ja einen 20er schaffen. Oh fuck. Ey, das war jetzt richtig blöd in die falsche Richtung. Ah, ich hatte den Schildpylon gar nicht an. Hatte mich nur ein bisschen gewundert. Ah, ich hatte auch meine Skills gar nicht an. Oh, Machtpylon. Ah, oh, falsche Richtung. Wäre schon geil, wenn ich jetzt den Engelstiegel am Ende kriege, es würde meine Waffe so halt so hart boosten. Oh, schon wieder in die falsche Richtung. Alter. Also mit dem 4er-Set-Bonus, das geht schon echt geil. Oh Gott.
Ja, ne, also es ist ein schönes Gemetzel hier. Also wir rollern hier einfach so durch. Ich genieße das auch gerade einfach so ein bisschen. Sorry, ich da auch gerade zu wenig bei rede. Aber ihr merkt einfach, dass das eine super Kombination ist. Ne? Sobald ich hier zerfleischt drauf habe, zerplatzen die einfach nur. Ja, geht sich auch von der Zeit wunderbar aus. Also so, Boss spawnt. Ah, oh, nein, ey. Einmal aus dem Rhythmus gekommen. Trotzdem ist er gefallen. So. Hui. Tja, die Rinderbadrike. Ja, komm, wenn ich habe eh noch nicht so viel zum Rollen, dann kann man dann noch schnell aufrollen hier. So. Also es war jetzt schon knapp. Das war jetzt schon wirklich knapp. Und ich kann jetzt immerhin ja hoch bis 17. Ja, ich überlege jetzt, ob ich so ein paar kleinere Portals laufe, um einfach ein paar Items mit dazu zu bekommen. Wie gesagt, gibt es ein paar Gegenstände, bei denen sollte ich dringend noch nachbessern, damit wir da noch ein bisschen mehr Power rausholen, damit das dann am Ende nicht so ein Shitlauf wird. Aber gut, ihr lieben Leute, ich würde dann sagen, dann haben wir jetzt Level 70 erreicht, sind in der Season-Reise schon ein gutes Stück weit vorwärts gekommen. Also wir sind auf dem besten Wege, unser Set voll zu machen und dann mache ich sowieso ultimativ viel Schaden. Ich hoffe, dass ich jetzt bald einen Engelstiegel bekomme, das wäre richtig geil. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder.